achte Auflage des Südtiroler Mobilitätspreises. Der Preis will nachhaltige Mobilitätslösungen fördern und die Besten werden durch die Vergabe von drei Preisen besonders hervorgehoben. Heuer gingen diese an die Durst Group, den Raiffeisenverband Südtirol, und mit dem ersten Preis wurde die Gemeinde Lana ausgezeichnet. Also wir haben das Projekt Lana Moves Local eingereicht und haben verschiedenste Aktionen da hineingegeben. Das heißt, wir haben beispielsweise eine Radschnitzeljagd organisiert, wo das Dorf mit dem Rad erkundet werden konnte. E-Bike to Work, da haben wir E-Bikes zur Verfügung gestellt für die Leute, um zur Arbeit zu fahren. Und die Bevölkerung hat sehr gut darauf reagiert und es ist uns, glaube ich, gelungen, einige dazu zu bewegen, das Auto zu Hause zu lassen und mit dem Rad oder zu Fuß das Dorf zu erkunden und die alltäglichen Notwendigkeiten zu erledigen. Ja, die Landesregierung möchte mit dem Südtiroler Mobilitätspreis einfach gute Beispiele prämieren, Vorbildprojekte aufzeigen, damit hier wirklich die Menschen mitgenommen werden können. Wir möchten nicht durch Verbote die Mobilitätswende einleiten, sondern einfach durch Mehrwert für die Menschen, dass die Menschen hier wirklich mit Begeisterung dabei sind und mitmachen wollen und nicht gezwungen werden. Das ist das Ziel des Mobilitätspreises. Vergeben wurde auch der Sonderpreis der Jury, der ein innovatives Projekt auszeichnet, welches besonders viele Menschen mit einbezieht. Wir haben beschlossen, als Bürgerkapelle Gries beim Südtiroler Mobilitätspreis mitzumachen mit dem Projekt Klingenden Zug. Im Vorjahr hat ja das Traubenfest in Meran stattgefunden und wir haben beschlossen dort, nachdem mit dem Auto nicht möglich, mit dem Bus schwer möglich, weil ja die Stadt so voller Menschen ist, mit dem Zug anzureisen. Und das war anfänglich eine Neuheit, auch für die Musikanten und Musikantinnen. Anfänglich auch ein bisschen mit Skepsis verbunden, weil alles, was neu ist, ist halt ein bisschen mit Fragezeichen zu genießen. Ja, wie die Probleme waren einfach, ich habe kein Abo Plus, ich habe keinen Südtirol-Pass. Wie kann ich am Bahnhof Sigmundskron mein Ticket machen? Wir haben diese Probleme alle gelöst und am Ende sind wir dann mit 60 Mann und Frau hoch nach Meran gefahren. Haben dort in den Büros der Kurverwaltung können unsere Koffer und Instrumente auch hinterlassen. Auch das ist für eine Musikkapelle sehr wichtig. Haben dann beim Umzug mitgemacht vom Traubenfest und haben dann am Ende beschlossen, jetzt fahren wir wieder gemeinsam nach Bozen. Und dort war ein bisschen die Schwierigkeit, es war am Bahnhof schon sehr, sehr voll. Der Zug war noch voller und wir haben dann irgendwie es geschafft, alle gemeinsam in diesen Zug hineinzukommen. Sind dann dort gestanden, so eng wie Ölsardinen. Und haben aber dann beschlossen, kurzfristig ist mir die Idee gekommen, eigentlich könnte man jetzt versuchen, einen Marsch zu spielen. Und wir haben dann auf die Waggons verteilt, waren wir ja einfach einen Marsch gespielt gemeinsam. Und das war einfach ein tolles Erlebnis zu sehen, ja, wie man mit wenig Aufwand so eine große Begeisterung auslösen kann. Und das hat uns auch gezeigt, dass wir diesen Weg der nachhaltigen Mobilität auch weitergehen möchten, auch als Kapelle, auch durch ein bisschen Vorbildfunktion, dass man vielleicht auch überlegt in Zukunft, wie kann man zu einem Konzert anreisen. Es muss nicht immer das Auto sein, es kann auch einmal eine Möglichkeit der nachhaltigen Mobilität genutzt werden.